Eieiei. Audi A4 B7. Korrekt. Er stammt aus dem Jahr 2006 und ist seitdem mehr als 204.000 Kilometer gelaufen. Der 163 PS starke V6 TDI diente dabei als zuverlässiger Begleiter. 8.900 Euro soll der A4 noch kosten. Soweit der Plan von Privatverkäufer Serkan. Ob das ein passender Familienkombi für Nuray und Günni werden kann, wird Jean-Pierre herausfinden. Insgesamt gilt die B7-Reihe als robust. Probleme mit dem Zahnriemen beim TDI haben meist mit fehlenden Servicearbeiten zu tun, genau wie die Probleme mit dem Automatikgetriebe. Ein Argument hat dieser A4 auf alle Fälle. Eine riesige Liste an Extras. Was alles dazugehört, weiß Verkäufer Serkan am besten. Zähl doch mal auf. 4x elektrische Fensterheber, Tempomat, S-Line-Interieur, S-Line-Fahrwerk, Sportlenkrad, Navi Plus, Xenon Plus. Arbeitest du bei Audi? Nein, okay. Aber ich begeister mich dafür. Dann Sitzheizung vorne, Klimaautomatik. Ja, das waren halt die nennenswerten Extras. Schiebedach. Schwarzer Dachhimmel. Und Schiebedach. Das war's? So, gucken wir mal rein. Was ist mit der Abdeckung hier oben passiert, Schatzi? Hatte ich nie drauf gehabt. Du weißt, dass das TÜV-relevant ist eigentlich, ne? Das wusste ich nicht, ne. Ehrlich nicht? Ehrlich nicht. Weißt du warum? Warum? Eine Batterie weiß ich, wie funktioniert, ne? Ja, klar. So, wenn jetzt dieser Punkt Masse schließt mit dem Punkt, dann hast du richtig Rambazamba in der Bude. Da liegt die Abdeckung. Ach, guck mal da. Die ist wahrscheinlich nur abgefallen. So wieder drauf gemacht, Hasi. So, Serkan, 30 Euro. Wie viel nicht Monopoly? Wie funktioniert eigentlich so ein Diesel-Turbolader? Hat er ein Wastegate? Wie funktioniert die Laderuckregelung? Und das erkläre ich euch jetzt. Auf geht's. Wir haben normalerweise bei einem Benzinturbolader ein Wastegate, was die Abgase am Turbolader vorbeiströmen lässt. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier eine Art VTG-Steuerung. Hier oben über Unterdruck wird diese VTG-Steuerung angesteuert. Was bedeutet eine VTG-Steuerung? Man muss sich so überlegen, wir haben eine Abgasturbine, die dreht sich. Und die Abgase, die Dieselabgase, treten oben auf die Turbine ein. Wenn die Abgase in einem flachen Winkel eintreffen, dann kann er sehr viel Drehzahl machen, der Turbolader, also für spätere Drehzahlen. Aber damit der Turbolader auch wirklich gut aus dem Keller rauskommt, sind obendrauf VTG-Steuerelemente. Und zwar die Turbine dreht sich und überall der Turbine sind so kleine Finnen. Die können sich aufstellen. Und wenn diese Turbinenfinnen sich aufstellen, haben wir ein sehr gutes Drehmoment untenrum. Und somit regelt der Turbolader quasi sein Drehmomentverhalten. Und das nennt man dann VTG-Steuerung. Oder, Serkan? Genau so ist es. So und nicht anders ist es. Ganz ehrlich, Serkan? Lass mal hören, den Schiffsdiesel. Gerne. Mach ich an. Gerne. Mach den an. Ah. Hört sich ja nicht schön an, ne? Warum? Das nagelt doch an, ob du da irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ein Diesel. Das ist ein Benziner. Boah, aber ist ganz schön doll. Aber Audi wusste das auch und deswegen hat Audi Folgendes gemacht. Seht ihr das hier? Das ist kein Kopfkissen, ne? Wenn du mal unterwegs bist, hast du dich irgendwie hinlegst zum Pennen. Ja? Das ist hierfür. Achtet mal drauf. Und sofort das Ganze so ein bisschen gedämpfter und nicht mehr ganz so rau. Ja, vor allem hier auch. Ja. Und hier, dann wird der Diesel eingeschlossen. Und dann darf er nicht mehr verraten, dass er ein Diesel ist. Auf geht's mit dem mobilen Nagelstudio. Wobei das bei diesem Motor völlig normal ist und der A4 weiß zu gefallen. Automatik und Fahrwerk funktionieren einwandfrei. Besser als erwartet bei einer Laufleistung von über 200.000 Kilometern. Audi macht das einfach gut. Das Auto ist gebraucht, 2005er Baujahr. Der fährt sich fast wie neu. Der Zustand, die Haptik, die Materialien, da macht dieser Kaufpreis wirklich bemerkbar. Knöpfe fühlen sich noch genauso frisch an wie sonst. Bei vielen anderen Autos ist so, bei so einem Gebrauch und es wird jetzt alles so durchgelutscht und weich und matschig. Und es ist einfach top. Top, top, top. Navigation Plus, das ist ein Navigationsgerät, das wird so immer noch im Lamborghini Gallardo verbaut. Das muss man mal überlegen. Das ist immer noch das gleiche Navigationsgerät. Das macht Spaß, sich anzugucken, so ein Ding. Auch optisch gesehen, so ein S-Line-Paket ist wirklich von Vorteil. Wir haben die 18 Zoll Räder drauf, die kleinen S-Line-Logos, die Stoßstangen haben ja so leichte Modifikationen vorn dran.
Es sieht aus wie ein sehr hochwertiges, teures Auto. Dann das Multifunktionsdisplay in der Mitte vorne in Farbe. Der ist fast zu günstig. Also Serkan, ich meine, juckt mich nicht, ne, wenn der Serkan den so anbietet. Wir werden gleich nochmal wirklich hart rein und gucken mal, wie günstig wir kommen. Weil hier, bei dem, kann man wirklich einen guten Deal machen. Fährt gut, ich merke so keine Mängel. Geil. Für Sport1-Zuschauerin Nuray ist dieser A4 definitiv vernünftig genug. Und für Günni gibt es immerhin 170 Diesel PS. Ein guter Kompromiss. Wenn jetzt auch noch der Preis stimmt, ist dieser Audi definitiv in der engeren Auswahl. Was sagst du denn? Ich sag, Auto fährt gut. Hier und da ein paar Mängel. Mhm. Lack, müde. Das weiß ich, ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ja. dass du das in deine Preisverhandlung mit einfließen lässt. Ne? Was willst du haben für den Bock? 8,9 war angepeilt. 8,9? Verhandlungsbasis. Ja, genau. Das war das Schlüsselwort. 8,9. Und jetzt kostet er wie viel in Wirklichkeit? 8,9. 6.000. Nein. Wie nein? Definitiv nicht. Dafür bleibt er. 6,1! Nein, das ist zu wenig. Hol mal Tiefluft. Tiefluft, nicht so einen ganz flachen. Hol mal Tiefluft. Dann mach mal ein vernünftiges Angebot. 6,9. 8,5. Willst du was an dem Auto noch reparieren oder so? Irgendwie Felgenheile machen oder so ein Zeug? Oder willst du es so lassen? Also ich würde es so abgeben dann. Ne? So abgeben? Genau. 6,9. Nein, das ist ja nicht gut. Gut. Er, ne? Er will mit dem Preis nicht runtergehen. Er, da, au! Idiot, Alter. 7,9. Guck mal, die Kratzer, ne? Hier. Felge da, Beule da, nachlackiert. Hier Felge kaputt, Stoßstange nachlackiert. Hier Wasser unter der Scheibe, Rückleuchte, alles. Guck mal, Serkan, komm. Ich biete eine Menge Geld für das. 8 glatt. 8,2. Ohne CD. Und wir sind im Geschäft. Ja? Ja. Ist ein Deal. Okay. So, in der Folge suchen wir für Nuray und Günni ein paar. Paar Turnschuhe. Ein paar Turnschuhe. Ich sag mal, verstehst du mich? Oh je.